Bleib wie du bist, sagen wir häufig, wenn wir jemandem, den wir sehr mögen, zum Geburtstag gratulieren. Aber wäre es nicht schade, wenn wir immer so bleiben würden, wie wir sind? Das würde bedeuten, dass wir uns gar nicht weiterentwickeln, nichts dazulernen. Okay, auch nichts vergessen, aber Sie wissen, was ich meine. Ich weiß auch, was mit Bleib wie du bist gemeint ist. Das betrifft unsere Persönlichkeit. Aber was ist mit dem Äußeren? Das ist nun mal, wie es ist und ändert sich, ob wir wollen oder nicht. Aber bei manchen hat das enormen Einfluss auf die Persönlichkeit, beispielsweise auf das Selbstbewusstsein. Darüber und mehr haben wir bei der Jubiläumsfeier einer Schönheitspraxis in München mit einem Experten sowie einigen Prominenten wie Errol Sander gesprochen. Wenn ich vorsichtig fragen darf, haben Sie schon mal was an sich machen lassen und warum? Ich habe sogar etwas in der Praxis machen lassen hier. Und zwar habe ich meine Narbe, ich habe ja eine große Operation letztes Jahr gehabt, erstmal Blinddarm, dann haben sie ja noch einen Tumor entdeckt und sozusagen bin ich leicht zerschnitten worden und hier sind meine Narben korrigiert worden, weil die sind nicht sehr gut zusammengewachsen und ja, hier lag ich schon auf dem Tisch oder auf dem Sessel oder auf dem, wie nennt man das, Behandlungsliege. Was habe ich mir halt machen lassen? Also sehe ich so aus, als ob ich halt was an mir machen lassen, aber dann ist die Frage auch nicht okay. Nein, ich fühle mich wohl mit dem, wie der liebe Gott mich geschaffen hat und wie es meine Mutter und mein Papa mir geschenkt haben und deswegen ist alles in Ordnung. Nein, habe ich nicht und auch wenn, würde mir keinen Grund einfallen. Man ist so, wie man ist und das finde ich ganz schön. Darf ich das auf so einer Veranstaltung wie hier sagen? Der häufigste Eingriff bei uns sind Lasereingriffe oder sagen wir mal allgemein der oberste häufigste Eingriff ist Botox und Filler Einspritzungen, aber von den Eingriffen, von den operativen Eingriffen, die Lid-OP ist bei uns an erster Stelle, weil wir da auch sehr spezialisiert sind drauf, aber ich glaube auch weltweit ist die Lid-OP doch ganz weit oben, gefolgt von Brustvergrößerung und von Fettabsaugung. Ist es heute leichter, sich äußerlich zu verändern, statt sich anzunehmen, wie man ist? Das kommt ein bisschen drauf an. Sagen wir mal so, was sich geändert hat. Früher war die Schönheitschirurgie dafür da, negative Aufmerksamkeit zu vermindern. Heute ist sie dafür da, positive Aufmerksamkeit zu vermehren. Das ist der Unterschied. Wie geht es Ihnen seitdem? Also ich bin mega happy mit dem Ergebnis, bin ich mega happy. Natürlich Narben wird man ja nicht so einfach los und gerade es gibt Menschen, wo es besser heilt. Bei mir ist es nicht so gut irgendwie zusammengehalten alles, aber jetzt sieht es deutlich besser aus als vorher, ja. Wie hat sich das Schönheitsbewusstsein in den letzten 25 Jahren verändert? Es hat sich gewaltig verändert. Zum einen dadurch, dass es ganz neue Möglichkeiten gibt, die es früher noch gar nicht gab. Und zum zweiten, dass auch in der Öffentlichkeit doch publiziert wurde, dass Schönheit was ganz Wichtiges ist und auch für den Erfolg und auch für die Partnerschaft wichtig ist. Und daher im immer größerer Personenkreis sich auch einfach Schönheitsmaßnahmen unterzieht. Ich fühle mich sehr geehrt, also unsere Gruppe fühlt sich sehr geehrt, dass Uli Vogt, ja, in einer der führenden Dermatologen hier auch in München, uns in seine Kollektion mit aufnimmt, unsere Creme. Unsere Creme ist eine Creme, die ist deine Schneckenessenz, deine konzentrierte Schneckenessenz von der Helix Aspersa. Die Wirkstoffe wie Hyaluron, Anatolin, Vitamin A, C, E, Glykolsäure, das ja im Moment einen riesen Hype hat auf dem Markt, hat die Schnecke in ihrer eigenen Essenz drinnen. Und zwar sind die Wirkstoffe alle natürlich, also sie werden nicht künstlich hergestellt. Und das fördert extrem die Zellerneuerung und fördert auch nachhaltig die Heilung der Haut. Stellen Sie fest, dass sich nach einem äußerlichen Eingriff die Persönlichkeit des Patienten verändert? Ja, ganz klar ja. Also sehr viele kommen in einer schwierigeren persönlichen Situation nach einer Trennung, Scheidung
und wollen ihr angeknackstes Selbstbewusstsein wieder aufwerten. Und der einfachste und schnellste Weg ist doch für diese Menschen, an ihrem Äußeren was zu verändern, sodass das Selbstbewusstsein dann einen Schub nach vorne macht und dann trauen sie sich auch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen und auch wieder auf Partnersuche zu gehen. Total. Also wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt, dann geht es einem einfach besser, dann fühlt man sich selbstbewusster und ist irgendwie freier im Umgang, so im Alltag, weil man nicht irgendwie so denkt, so, oh, sitzt das oder so. Also blöd gesagt, wenn man irgendwie einen Pickel auf der Nase hat, dann fühlt man sich ja auch automatisch unwohl an den Tagen. Aber Pickel gehen halt Gott sei Dank weg. Und wenn man sich von irgendwas beeinträchtigt oder unwohl fühlt, was nicht weggeht, dann ist es absolut legitim, dagegen etwas zu tun, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, das ist auf jeden Fall. Also natürlich hat irgendwie Schönheitsbehandlungen können vielleicht einen negativen Touch haben, wenn irgendwie zu viel Botox im Gesicht ist oder sowas, finde ich das auch nicht so wirklich schön. Ich stehe auf Natürlichkeit, aber es kann auch natürlich auch Menschen helfen und wie in meinem Fall auch etwas korrigieren, was vielleicht nicht so schön ist. Wenn jemand mit sich selbst zufrieden sein will und etwas dafür macht, ob es jetzt mit Cremen ist oder ob es jetzt chirurgisch ist. Es ist ja wichtig, dass der Mensch zufrieden und glücklich ist. Und wenn man damit einfach seinen Alltag besser gestalten oder glücklicher sein kann, dann ist es jedem selber überlassen, ob er es machen möchte oder nicht. Und wichtig ist einfach, dass man zufrieden mit sich selbst ist. Das Leben ist uns so kurz. Also mach dich jeden Tag zufrieden. Fällt es Ihnen leichter, sich durch eine Behandlung selbst anzunehmen? Boah, das ist ein schwieriges Thema bei mir. Ja, bei mir ist von meiner Kindheit an ist mir angeprägt worden, ich war immer zu dick, immer zu dick. Ich habe ja eine Sportgymnastik gemacht und meine Trainerin hat sehr auf Gewicht geachtet. Ich bin 4-mal am Tag auf die Waage gestellt worden. Deswegen ist es sowieso, finde ich, aus dieser Geschichte so rauszukommen und normal zu dem Thema Gewicht sowieso zu stehen, ist schon mal super. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht so viel irgendwie etwas ausmachen. Ja. Also solche Sachen wie Narben und sowas. Ich habe viele auch vom Sport her, Schlürfwunden, die halt auch nicht so gut verheilt sind. Und ich stehe dazu. Das macht mir nichts aus. Ich habe wahnsinnig hässliche kleine Zehen. Aber das juckt mich nicht, also nö. Ja, wie du schon gesagt hast, man ist so, wie man ist, oder? Ja, also ich finde mich ganz gut und keine Ahnung, alles andere. Da wüsste ich weiß ja nicht, wie es aussieht danach. Also wenn das dann Murks ist und man sich dann wieder das ein Ursprungsbild zurückwünscht, das ist ja dann traurig. Dann lasse ich das lieber so, also ich kann damit leben.